Hola. Hallo. Agradecer por la invitación que me han hecho para venir a compartir la palabra. Ich bin sehr dankbar. Man hört mich noch nicht? Jetzt. Ich bin sehr dankbar für die Einladung, dass ich hier sein kann und nun zu Ihnen sprechen darf. La sabiduría de los abuelos. Die Weisheit unserer Ältesten. El conocimiento, la técnica de nuestros tratamientos naturales. Das Wissen und die Behandlung unserer natürlichen Behandlung. Y el entendimiento del hombre y su conciencia. Und das Wissen über den Menschen und seine Weisheit. Son piezas claves para comprender la salud en el ser humano. Sind Schlüsselworte, um die Gesundheit im menschlichen Wesen zu begreifen. Mi nombre es Juan Martín Jamioy. Mein Name ist Juan Martín Jamioy. Pertenezco a un pueblo originario llamado Camtxabillá. Ich gehöre zu einem ursprünglichen Dorf, das heißt Camtxabillá. Soy del Putumayo, región amazónica de Colombia. Ich komme aus Putumayo, eine amazonische Region in Kolumbien. La tradición chamánica la heredé del lado de mi madre. Die schamanische Traditionslinie habe ich von meiner Mutter vererbt bekommen. Y en mi trayectoria profesional y en mi camino de aprendizaje. Und meine berufliche Laufbahn, meine Ausbildung. Me dediqué mucho tiempo, muchos años a la política para defender los derechos de los pueblos indígenas de Colombia. Habe ich mich sehr lange Zeit mit der Politik beschäftigt, indem ich die Rechte der indigenen Völker verteidigt habe. También como líder indígena realicé muchos trabajos en varias organizaciones de mi territorio. Auch als Leiter eines indigenen Stammes habe ich viele Leitungsfunktionen inne gehabt. Y también en una organización de carácter nacional que se llama ONIC. Und auch in einer nationalen Organisation, die sich ONIC nennt. ONIC significa Organización Nacional Indígena de Colombia. ONIC bedeutet nationale indigene Organisation Kolumbiens. Soy Taita. Ich bin Taita. Palabra que se utiliza en mi pueblo. Ein Wort, das in meinem Dorf benutzt wird. Para referirse al médico tradicional o chamán. Um sich auf den traditionellen Arzt und Heiler, Schaman zu berufen.